Wir sind das Volk. Vor 25 Jahren war das die Losung für Freiheit. Die sogenannten Montagsdemonstrationen schrieben Geschichte, denn sie leiteten die Wende ein. Wir sind das Volk! 2014 wieder. Wir sind das Volk. Aber eine Wende der anderen Art. Pegida, Patrioten Europas gegen Islamisierung des Abendlandes. Die politische Mitte im Land hat ihren kühlen Kopf eingebüßt, so scheint es. Demonstriert neben Ultrarechten. Allgemeine Verunsicherung geht Hand in Hand mit offener Fremdenfeindlichkeit. Gestern erst in neuer Rekordstärke. 15.000 allein in Dresden. Unvernunft pulsiert durchs Land. Die Angst vor Krieg und sozialem Abstieg lässt politische Tabus fallen. Bunt gegen Braun. Auch die Gegendemonstranten kommen zu Tausenden. Ganz normale Menschen hier wie dort? Orientierung wird schwieriger. Definiert hier noch die Politik, was Rand ist und was Mitte? Es ist kein Platz für Hetze und Verleumdung von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Und deshalb muss jeder aufpassen, dass er nicht von den Initiatoren einer solchen Veranstaltung instrumentalisiert wird. Eine der ersten, die bereits im Frühjahr vor rechter Agitation hinter den feindlichen Montagsdemonstrationen warnt, ist Jutta Ditfurth. Auf Facebook entfreundet sie sich demonstrativ von Menschen mit fragwürdigen Verbindungen in die rechte Szene. Im April bekräftigt sie ihren Provokationskurs in Kulturzeit und bezichtigt einen der Hauptakteure antisemitischer Motive. Der Betroffene, Jürgen Elsässer, wehrt sich per Verleumdungsklage. In erster Instanz erfolgreich, wie er vermeldet. Die Kulturzeitredaktion wird nach diesem Interview von einem wahren Shitstorm überzogen und steht damit symbolisch für den Unmut der Montagsdemonstranten, der sich nicht zuletzt auch gegen die sogenannten Leitmedien richtet.